Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squadbuilder von meiner Seite. Ja, heute mal wieder ein ziemliches OP-Squad, 30k, es kommen jetzt immer mehr Squadbuilder. Und im Tor haben wir, wie im letzten Mal, Joe Hart. Brauchen wir nicht lange schnacken, sehr guter Spieler. Erfüllt eben seinen Job, wie ich auch schon im letzten Falk, im letzten Video sagte. Erfüllt seinen Job gut. Und das merkt man auch. Ist dann aber auch nicht überragend. Ganz im Gegenteil, wie ich finde, zu Gael Clichy. Einer, der für 80 sehr, sehr konstant ist und überall einsetzbar ist. Wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Der Otter, Otamendi, ist auch, hat aber manchmal ein paar Schwächen. Er ist so etwa wie Mehdi Binatia. Im Real Life, so kann man das etwa einschätzen. Miranda ist dann unser nächster Mann. Kann man, glaube ich, auch schon in der 85er Version ohne Upgrade, na gut. Aber Danilo von Real Madrid ist dann nicht ganz so gut wie Carvajal. Aber einfach aus dem Grund, da er Brasilianer ist, ist er in diesem Team. Und es ist ja übrigens auch ein NLW. Und dazu passt natürlich auch Melo. Und das ist einer, der eben relativ standardisiert seinen Job macht. Da brauchen wir eigentlich auch nicht lange schnacken. Der macht eben standardisiert seinen Job. Und das war's. Punkt. So, Thiago, einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich. Weil ich habe ihn natürlich auch, weil er eben. Er ist halt eben hinten okay. Und er kann dribbeln. Und im Real Life finde ich ihn auch ganz gut. Wobei er so ein bisschen Guardiola. Naja, aber gut, ist ja nicht mehr bei Guardiola. Weil Guardiola weggegangen ist. Kingsley Coman, einer mit dem 77er Rating, der hier noch bei Bayern spielt. Ob er dann noch nächste Saison bei Bayern spielt, das ist ja noch offen gelassen. Hier erfüllt er seinen Job gut. 92er Pace, nur 19 Defensive, aber das ist relativ egal. Fegoli, irgendwie erinnere ich das an Fettler, aber ist auf jeden Fall sehr gut. Fegoli, ein 89er Pace, 73er Schuss, okay, aber eben Forster Skills, und das muss übrigens Coman auch, oder? Nicht, da habe ich mich versehen. Oh, dann tut mir das leid, aber Rodrigo ist vielleicht nicht der optimale Stürmer, aber ich denke, hier müsste man auch noch auf jemand anders zurückgreifen können. Nee, doch, hier einen kann man noch nehmen, und Aduriz müsste man noch nehmen können, wenn ich nicht ganz dusselig bin, aber Rodrigo ist schon, hat eben auch Forster Skills, deswegen bevorzuge ich ihn hier. Und das war's auch schon mit dem 30k-Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute.